Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Flife. Genau. Ich hatte eigentlich jetzt im letzten Part gestern angedeutet, jetzt dann ein neues Thema zu beginnen. Das bleibt aber vorerst nochmal geheim. Ja, also ein bisschen angedeutet habe ich es schon mal, ja, aber eigentlich nicht, ja. Ich hab was anderes gesagt, was damit zusammenhängt, aber wer das errät, ist richtig gut. Ja, vor allem, wenn ich jetzt nicht mal sage, in welchem Part, vor allem, weil hier jetzt jeden Tag einer kam, also viel Spaß, sich alle nochmal anzuschauen, dann irgendwie zu erraten, um was es geht. Nee, das kommt, sollte es eintreffen, was hoffentlich nicht passiert, aber durchaus sein könnte, also wahrscheinlich ist es sogar, also es ist eigentlich 50-50 ungefähr. Dann werdet ihr das schon noch früh genug erfahren. Auf jeden Fall. Genau. Und wenn nicht, dann natürlich nicht. Wobei, wenn nicht, sage ich es dann trotzdem. Ja, mal schauen. Es ist ja auch egal. Ja, der Kerl da geht mir immer noch übelst auf die Nüsse, dass er seine Scheiße nicht einsammelt. Und vorhin, ne? Also es waren jetzt ungefähr 10 Minuten Pause nach der letzten Folge. Hier wird trotzdem wieder ein bisschen gefarmt, aber nichts gedroppt. Wobei zwei Green Lords, muss man dazu sagen. Also das war jetzt erstaunlich, aber ansonsten echt nichts gedroppt mehr. Ja, ist ja auch egal, ich bin ja nicht zum Farmen raus, halt hier. Oh. Da ist er ja, Dennis Rio, genau, er war das. Ja, zack, boom, er war's. Ach, dann sind sogar drei Leute, genau. Genau, dann sind's. Oh, dann sind es drei Interessenten. Weil ich dachte, der Tanking vor Punkt, 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 ja. Perfekt, ich kann den Namen nicht mal perfekt. Also, ich kann den Namen nicht. Na, egal. Jedenfalls, gut, dann haben wir schon drei Interessenten, weil ich habe die Nachricht von ihm bekommen, dass er auch dran interessiert wäre, also in Flife, deswegen habe ich es bisher nicht gesehen. Genau, und nur um das nochmal anzumerken, aber drei Leute sind immer nicht genug, weil es müssten schon mindestens eigentlich fünf sein, weil wenn jeder was kriegt, dann ist es wie, es würde ich es einfach nur verschenken, dann wäre es ja kein Wettkampf mehr. Das wäre ja dann lame, genau. Dann, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Oh Mann, Denisrio, du hast mich voll aus dem Konzept gebracht hier. Ja genau, das eine Thema ist jetzt nicht das Hauptthema. Ich habe allerdings einfach mal sinnlos in den Gen-Chat gefragt, was ich denn jetzt als Ersatzthema nehmen könnte. Und da kam als erste Idee Pflanzen. Ziemlich klar, dass ich darüber nicht reden werde. Bäume sind grün. Also Bäume sind braun und die Blätter sind grün. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ja, ist bei ziemlich jeder Pflanze so. Also es gibt nur wenige, wo das anders ist. Also wenn man jetzt nicht spezifisch auf Blumen oder so eingeht, sondern wirklich nur im größeren Bereich von Bäumen, Sträuchern und so einer Scheiße bleibt. Zweites war Pferde. Ja. Gay. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Und dann war... Dann weiß ich die Reihenfolge nicht mehr. Ach ja genau, warum diese Community so scheiße ist. Bestes Beispiel, Sonntag Brody. Also mittlerweile sieht es jeder so, okay, er war schuld. Also ja, es ist noch ein bisschen komisch, weil es ja vorher noch nicht geleckt hatte und danach dann irgendwie auch nicht mehr wirklich. Aber irgendwie hat man jetzt schon so allgemein angenommen, okay, er war es, er ist ein Arsch. Also das ist jetzt so die vorherrschende Meinung, wenn man mal irgendjemanden darauf anspricht. Also jetzt nichts gegen ihn persönlich, aber ich meine, das sieht halt jetzt einfach jeder so. Er hat sich halt im Endeffekt selbst einen Arschtritt verpasst, aber naja, meine Fresse, er wird wahrscheinlich, wenn er so eine Aktion durchzieht, keinen Scheiß auf die Meinung von irgendwelchen Leuten geben, die dieses Spiel spielen. Das ist jetzt schon der 10. Moonstone, den ich heute gedroppt habe. What the shit is going on? Naja. Dann, oh, ich verzweig mich immer so, ja, wenn ich schon so im Arsch bin, dann sollte ich aufhören, die Themen immer so rumzuwechseln, dann komme ich nicht mehr zum Hauptthema zurück. Oh, was war's denn jetzt, helft mir nochmal kurz. Ah ja, genau, warum diese Community so scheiße ist. Ja, ich denke mal, es hängt hauptsächlich damit zusammen, dass die meisten einfach gemerkt haben, okay, das Spiel ist im Endeffekt zum Solo-Spiel geworden. Man spielt es eigentlich alleine nur noch. Ja? Jeder macht sich zwei Chars. Mit dem einen levelt er sich. Also der eine levelt, der andere supportet. Und später tankt er dann auch. Levelt die mal gleichzeitig hoch. Dann behält er teilweise die Sachen. Farmt mit dem einen neues Zeug. Dann kauft er dem anderen seine Sachen. Dann bunkert er seinen ganzen Scheiß und tradet immer nur zwischen seinen eigenen Charakteren hin und her.
Und wenn irgendjemand anders was von ihm will oder ihn anspricht sozusagen, dann... Ja, es ist wie das Kellerkind, dann reagiert er aggressiv drauf. Und das zeigt sich durch solche Sachen wie, wenn du irgendjemand mal einfach was schreibst oder so und der dann direkt irgendwie Pisse oder so zurückschreibt. Einfach nur, weil er es kann. Weil er es nicht nötig hat oder weil er denkt, er wäre nicht abhängig von irgendwelchen anderen Leuten in diesem Spiel. Ja, und ich denke mal, das ist so der Hauptgrund. Also, das ist einfach dieses Teamspiel, es ist nicht mehr... Es ist nicht mehr vorhanden eigentlich, ja, weil man es komplett allein spielen kann. Dadurch, dass sie auch noch Noids legalisiert haben im Endeffekt. Also man braucht ja jetzt kein Sunkist mehr. Man kann jetzt einfach zweimal Doppelklick auf das Fly-Icon machen, solange man Fenstermodus ausgewählt hat. Und easy peasy das Spiel so oft öffnen, wie es eben der Computer hergibt. Oder wie viele Accounts man hat, auch so rum gesehen, weil so anspruchsvoll ist das Spiel ja jetzt auch nicht. Alter, schreiben die deinem... Ja, genau, so kann ich es ausblenden. Naja, geht mir jetzt etwas zu tief in die Materie, weil ich will die ganze Zeit mitlesen, verwirre ich mich ja nur noch selbst mit. Verflucht seid ihr aktiver Gildenchat. Genau, und sonst noch Gründe, ja, keine Ahnung. Vielleicht, dass die Leute allgemein einfach nur dumme Arschlöcher sind, hauptsächlich. Das kann ja auch sein. Na gut, das heißt hauptsächlich, es ist ja nicht jeder ein Arschloch, aber ich sag mal, einige, zu viele. Also für die geringe Anzahl der Spieler sind es zu viele Leute. Ich meine, wenn es jetzt ein Millionenspiel ist wie League of Legends oder so, ich meine, da ist jeder Zweite ein dummes Arschloch, da ist jeder Deutsche ein dummes Arschloch. Also von daher, da ist es nochmal was anderes, da spielen halt dann auch 5 Millionen Leute. Ja? Also das kann man nicht vergleichen mit hier unserer, keine Ahnung, 3000er Community. Genau, das ist dann nochmal was anderes. Und sonst, was könnte es noch für Gründe geben? Ja? Vielleicht wisst ihr ja noch einen. Mir würde jetzt spontan keiner mehr einfallen. Ja, wie gesagt, persönlich einfach nur, dass man Arschloch ist. Also, ja, keine Ahnung. Das ist ein Grund. Ja, nicht wirklich. Und dann, wie gesagt, dass es halt einfach kein Teamspiel mehr ist. Dass man halt so aggressiv oder schneller ausfallen wird zu anderen Leuten, wenn jetzt zum Beispiel jemand trotzdem was kaufen will, weil er es jetzt auf den anderen Chars nicht hat. Oder von einem Event oder so irgendwas. Und der andere geht dann nicht direkt auf seine Preise ein oder lässt sich halt nicht von dem abziehen, dass man dann irgendwie auch voll... Jetzt dachte ich gerade, what the fuck geht mit meinem Damage ab? Ich habe nur noch 7k gemacht. Ich habe keine Crits mehr gemacht. Das ist voll ungewohnt. Bei 85% crittet man dann echt nur noch. Da... War es jetzt gerade voll komisch. Ich dachte schon, what the fuck? Habe ich irgendwie meine Waffe weggetan oder so? Ne, passt schon. Naja. Wieso tue ich das? Ach man, es ist so schlimm. Ich müsste mir echt zum Protokoll schreiben, dass ich einfach genau das, was ich jetzt gesagt habe, einfach wieder fortführen kann. Ja, aber nee, ist schon so, dass man einfach, wenn man etwas braucht und der halt wirklich sich nicht von dir verarschen lässt oder halt einfach nicht deinen Wunschpreis eingeht, obwohl du weißt, okay, es gibt Leute, die würden das für das und das verkaufen, wenn sie es halt noch hätten oder wenn sie es wieder hätten. Und du dann halt einfach sagst, ja, blöder Wichser, bei dir kaufe ich nie wieder was oder so. Sowas halt einfach, ja. Dass man halt schneller, ja, dass man halt einfach allgemein schnell aggressiv wird. Wie in jedem Spiel halt. Aber hier kannst du es dir halt nicht so großartig erlauben, weil es gibt halt nur 1000 aktive Händler. Und wenn du es dir aber dabei von der Hälfte verscherzt, dann kannst du dir halt keine Sachen mehr kaufen. Außer im Auktionshaus, aber da sind die Preise halt meistens überteuert. Von daher wäre es schon klug, sich es nicht immer komplett zu verscheißen. Aber ich meine, dass man mal ausfallen wird oder so, kann ich durchaus verstehen. Ich habe, was sowas angeht, auch ein leicht anregbares Temperament. Ja, also privat und auch in anderen Spielen müsste dem ich mal erleben, das ist zu meiner sonst so bekannten ruhigeren Art so ziemlich das exakte Gegenteil. Ja. Naja, muss man jetzt auch nicht weiter vertiefen. Genau, und dann das zweite Thema, also Arschloch-Community haben wir jetzt abgehakt. Wie gesagt, wenn euch noch was einfallen würde, ja, oder noch eine bessere Begründung vielleicht, dann könnt ihr es ja schreiben. Gerne, immer wieder gerne. Das zweite Thema war, woran merke ich, dass ich PC-süchtig bin? Und das wäre der erste Punkt, du besitzt einen PC. Der zweite Punkt, du schaltest ihn täglich ein. Und der dritte, du hast in Steam ein Spiel mit mehr als über 100 Spielstunden.
Wenn eins dieser drei Kriterien eintrifft, dann hast du schon den ersten oder beim dritten Punkt, den dritten Punkt müssen wir eigentlich in Klammern setzen, weil der hängt mit den ersten beiden Punkten zusammen. Kann man sagen, okay, du bist spielsüchtig. Oder ja, PC, ja. Ich finde es immer blöd, wenn man sagt PC-süchtig. Man ist ja nicht PC-süchtig, man ist ja süchtig nach einem Spiel. Weil ich schalte ja nicht meinen PC an und denke mir auf, oh geil, jetzt geht mir einer ab, nur weil ich meinen Desktop anschaue. Also, es ist ja total behindert. Also, das stimmt ja so eigentlich überhaupt nicht, ja. Oder auch in der Schule. Ich mache jetzt Berufsfachschule für Informatik. Ist zwar nur der Assistentenjob, aber danach habe ich ja vor, noch Abitur und so eine Scheiße zu machen. Was lange dauern wird, ohne Gehalt, ja. Scheiße, falscher Beruf gewählt. Und da machen wir jetzt in der Schule auch gerade so Java-Programmierung, HTML, Webseiten erstellen und so eine Scheiße. Und da muss ich sagen, bin ich jetzt auch nicht direkt süchtig danach. Also ich sag's mal so, wenn ich da den PC einschalte, dann finde ich das jetzt nicht so hammergeil. Also da ist es wie normaler Unterricht eigentlich. Also finde ich jetzt nicht so prickelnd irgendwie. Weil ein Betriebssystem, also wir haben ein Fach, das heißt echt Betriebssysteme, da machen wir nur Betriebssysteme. Wie die halt aufgebaut sind und so, und Virtual Machines und so, dass man dann ein eigenes Betriebssystem installiert und da dann rum experimentiert, was man eigentlich alles machen kann und so eine Scheiße. Und Tools halt benutzt und sowas, ja. Die neuesten Versionen Windows 8.1 und so. Ich habe ja Windows 7, war zum Beispiel komplett neu für mich. Ich habe das erste Mal Windows 8 selbst bedient, also gesehen habe ich schon mal. Einmal bei einem Kumpel, das wir Referat gemacht haben, der hatte Windows 8 und so, fand ich total scheiße, aber da habe ich es halt nicht selbst bedient, der hat es ja gemacht. Ja, da habe ich es jetzt zum ersten Mal sozusagen selbst benutzt und ich muss sagen, so mega scheiße ist es gar nicht mal, weil man kann es halt so einstellen, dass es wie Windows 7 ist im Endeffekt, ja. Und was mir halt besonders gut daran gefällt ist, das fährt halt wirklich in 20 Sekunden hoch und in 3 Sekunden runter, das System. Weil das ja diesen, ist schon dieses, wie heißt es, dieses hat, diesen System-Schnellstart, genau. Das System zwar, also der PC ist aus, aber das System ist nicht wirklich heruntergefahren, sondern im Endeffekt wie in einem Schlafmodus. Wenn du deinen PC wieder startest, also Windows wieder startest, dann fährt es halt, also dann startet es nicht komplett neu, sondern... Also natürlich, es ist schon abgemeldet, die letzte Sitzung, alles gelöscht und so, wenn du es nicht gespeichert hast, ist schon klar. Aber es ist halt nicht komplett beendet, es ist noch da im Endeffekt und du startest es halt nur nochmal, du regst es nur nochmal an sozusagen, du wächst es auf. Und es ist halt wirklich in 20 Sekunden oben, bei meinem PC dauert es bis zu 5 Minuten, bis der dann wirklich einsatzklar ist, einsatzbereit ist, wobei das auch damit zusammenhängt, dass der halt ultra viel Sachen drauf hat. Also auf den Schul-PCs ist ja nichts drauf, aber hier, ich meine, von meinen 2 Terabyte sind ja 1,5 eigentlich permanent ausgelastet und so. Und zig Milliarden Spiele und Anwendungen, also was der alles laden muss, bis der, ja, da ist klar, dass der 5 bis 10-fache an der Zeit braucht einfach. Das ist ja logisch, aber trotzdem, 20 Sekunden fährt eigentlich kein PC, den ich bisher, oder kein Betriebssystem, das ich bisher kennengelernt habe, selbst hoch. Und 3 Sekunden, also es ist wirklich kein Scherz, du klickst auf... Also, das ist das Lustige, wir wussten nicht mal, wie man Windows 8 herunterfährt und einfach alle Alt F4 gedrückt und dann halt herunterfahren, Enter. Müssen wir uns beim nächsten Mal nochmal anschauen. Das war das Lustigste, weil kein Schwein Windows 8 hat eigentlich, also nur sehr, sehr wenige. Also eigentlich nur Leute, die sich einen neuen Rechner gekauft haben und nicht bedacht haben, dass die meisten jetzt ja Windows 8 standardmäßig drauf haben. Genau, und ja... Dann runterfahren, der ist wirklich, er braucht keine 5 Sekunden und er ist unten. Das ist so krass. Also richtig cool. Also das gefällt mir sehr, sehr stark, weil ich halt wirklich das Problem habe, dass meiner einfach so ultra lang braucht. Aber wie gesagt, das hängt auch damit zusammen, so jung ist er gar nicht mal mehr. Also 1,5 Jahre jetzt langsam schon. Und wie gesagt, ist halt zugemüllt ohne Ende. Was der alles immer lädt und als auch diese ganzen Standardprogramme, wo der immer direkt öffnet, ja, das kostet dir alles Leistung. Also hochfahren tut er schon in einer Minute, aber bis du halt dann wirklich, ich sag mal, leckfrei alles benutzen kannst, das ist halt das, was man will. Dass man halt nicht, wenn man jetzt Browser öffnet, dann nochmal 2 Minuten warten muss, bis der dann auch einsatzbereit ist, weil es noch die ganze Zeit im Hintergrund alle Sachen öffnet und lädt. Also Skype, Origin, Steam... Battle.net, alles einfach, wenn er das alles öffnet, beim Start direkt, dann wartest du halt deine 5 bis 6, 7, 8 Minuten. Finde ich aber auch gut so.
weil dann merkt man einfach, ja, ich sag mal, es funktioniert. Weil wenn er jetzt auf einmal startet und nichts ist geöffnet, dann würde ich mir auch schon so denken, okay, jetzt stimmt da irgendwas nicht. Wieso öffnet er meine Programme nicht mehr? Und das ist ja auch scheiße, ne? Und wenn man dran gewöhnt ist, dass es einfach so lange dauert und dass es einfach alles geöffnet wird und man dann einfach nichts mehr machen muss, sondern einfach nur noch das startet, was man will, das ist dann auch angenehm. Das ist halt da dann nicht, da musst du zum Beispiel alles dann erstmal noch öffnen und so, alles erstmal noch suchen und dann hast du diese 3 Minuten, 4 Minuten Vorsprung, die der hat, dann auch wieder wettgemacht, so ein bisschen. Also an sich gar nicht mal so ultra schlimm, ne? Also ich finde das Design immer noch so behindert mit den Apps, aber mit diesem Schiebeverfahren und mit diesem Microsoft-Konto, was du dir mal, also muss man sich natürlich nicht erstellen, aber zwingen schon, also drücken schon immer in die Richtung, erstell dir ein Microsoft-Konto. Das finde ich alles nicht so geil, aber so an sich die Geschwindigkeit vor allem ist schon ziemlich geil. Also wenn Windows 9 von der Geschwindigkeit so wird wie Windows 8 und vom Aussehen und von der Anwendung so ist wie Windows 7, vielleicht noch grafisch ein bisschen optimierter, wobei Windows 7 eigentlich ziemlich geil aussieht, dann wäre es eigentlich das perfekte Betriebssystem. Also da müsste man die nächsten 10 Jahre eigentlich kein neues mehr machen. Verstehe nicht, warum man die ganze Zeit ein neues macht. Ich meine, Windows 7 läuft. Man könnte es eigentlich nur noch schneller machen und das wäre dann Windows 9, also wäre so meine Meinung, aber naja, wird wohl leider immer wieder ein neues geben, was einem nicht gefällt. Naja, so, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, das ging eigentlich um PC-Sucht. Ja, aber es weiß ja jeder selbst, ich meine, solange, also nach diesen ganzen Studien, das hat mir meine Mutter früher immer gesagt, also noch, als ich noch viel jünger war, aber das sagt sie mir jetzt eigentlich immer noch, dass diese ganzen Psychiater und Psychologen sagen und diese Suchtberater, wer mindestens eine Stunde, glaube ich sogar schon, am Tag PC spielt oder Fernsehen schaut, ist süchtig. Das ist halt so ein Schwachsinn, weil wer heutzutage schaut nicht eine Stunde am Tag Fernsehen? Ich meine, abends schaut jeder Fernsehen oder, ja gut, nicht unbedingt jeder, aber ultra viele Leute. Somit wären auch die ganzen älteren Leute süchtig, weil jeder schaut sich doch die Nachrichten an. Und mittlerweile geht ja auch fast jeder täglich an den PC und selbst wenn man da nicht zockt, eine Stunde verbringt so ziemlich auch jeder. Gut, nicht unbedingt täglich, aber auch jeder eigentlich schon am PC. Also wenn man ihn einmal gestartet hat, dann macht man halt auch alles, was man jetzt am PC machen will. Und das dann macht man ihn wieder aus und das dauert halt dann meistens schon eine Stunde. Es sei denn, du schaust wirklich, aber warum hast du dann einen PC, wenn du ihn nicht täglich benutzt? Das ist ja Schwachsinn, weil die teilweise kosten ja schon die, in Anführungszeichen, schlechten, also für Zockverhältnisse schlechte PCs, also mit wenig RAM, also 8 GB oder so, und halt relativ schlechten Werten für Games, kosten jetzt teilweise auch schon 500 Euro, also schon krass und das kauft sich ja keiner, wenn man es dann nicht wirklich täglich benutzt, also ja. Und somit theoretisch gesehen ist so ziemlich jeder süchtig, also aber wirklich spielsüchtig ist man dann, ich sag mal, wenn man, na gut, es gibt noch zwei Phasen. Also süchtig ist eigentlich auch so jeder, weil du zockst ja nicht eine Stunde, du zockst ja schon Minimum 3-4 Stunden. Da reden ja dann die Psychiater, das muss man so in Anführungszeichen setzen, weil sie ja das Vollidioten sind, die keine Ahnung haben, die halt nur hinter ihren Büchern sitzen und keinen Scheiß vom Real Life verstehen und halt auch immer nur mit solchen Hardcore-Suchtis zusammen sind, die sie beraten, die halt wirklich keinen Peil mehr vom Real Life haben. Die sagen dann, ja, 3 Stunden, da bist du schon Hardcore-Suchtig, ja, dann geht dein Leben schon den Bach runter, dann solltest du dich umbringen. So vermitteln die dir das, ja, dass du kein Mensch mehr bist, wenn du 3 Stunden am Tag PC spielst. Naja, und jedenfalls 3 Stunden, sag ich mal, ist Standard bis Minimum. Ja, also wenn du wirklich abwechslungsreich auch noch zockst, Flife zum Beispiel, was bringt dir dann 1 Stunde? Das ist 1 Stunde ein Scheißdreck. Alter, 2 Stunden Minimum. Und wenn du wirklich was rausholen willst, bist du schon mal 5 Stunden dran, mindestens. Auch unter der Woche. Also, wie gesagt, 13 Uhr Schule jeden Tag, dann sind 5 Stunden jetzt auch nicht so die Welt. Also, wenn du es auf den Tag verteilst, wirklich nur diese 5 Stunden Flife zockst, dann, so, ist ja in Ordnung, ne? Habe ich jetzt auch nichts gegen. Ich persönlich spiele wesentlich mehr. Also jetzt mittlerweile, jetzt wo ich wieder Schule habe, die Wochenenden sehen halt wirklich so aus. Zocken. Gut, dann mache ich noch ein bisschen was im Haus. Also, naja, so 4-5 Stunden mache ich noch Hausarbeiten im Sinne von Staubsaugen, Zimmer aufräumen und Müll rausbringen und den ganzen Rotz. Und dann natürlich noch essen, manchmal auch essen gehen.
jetzt dann bald wieder lernen und Hausaufgaben kommt auch wieder dazu, aber ansonsten eigentlich die restliche Zeit fast nur noch zocken. Ja? Ich trinke ja keinen Alkohol, somit fällt Party und so eine Scheiße auch weg. Von daher, ja, aber ich finde, warum nicht? Ich meine jetzt zum Beispiel heute, bis 16 Uhr Schule. Ich meine, ich kann gar nicht länger als 6 Stunden spielen, wenn ich wirklich diese volle Spanne von 16 bis 22 Uhr ausnutzen würde. Da muss man bedenken, ich war heute zum Beispiel erst um 20 nach 4 daheim. Dann gegessen, dann war es 4:45 und ich hatte im Endeffekt noch nichts gemacht. Dann sitze ich mal mehr 5 Stunden und voll ausnutzen tue ich sie ja auch nicht wirklich. Weil jetzt zum Beispiel diese Vorbereitung auf die Videos, ich meine, das ist jetzt nicht wirklich zocken. Ja, also wenn ich da meine Programme herrichte, meine Mikrofoneinstellungen und sowas teste, dann das ist ja nicht zocken, das ist Vorbereitung. Oder auch Videos rendern und auch hochladen. Das ist ja nicht zocken, das ist ja passiv, da mache ich ja selbst nichts mehr. Also, da wäre heute zum Beispiel so ein Tag, ja, da wären es jetzt ungefähr 3 Stunden, ja. Circa. Ja, gut, 4 Stunden, muss man schon sagen. Ja, 17 bis 21 Uhr dann im Endeffekt, der Rest Vorbereitung und halt nicht wirklich noch dran gewesen. Somit finde ich das voll in Ordnung. Und theoretisch, mir ist es eigentlich egal, wie lange jemand spielt, ja, weil ich halt selbst auch sehr viel spiele. Muss es halt selbst entscheiden. Ich meine, steht so schön im Grundgesetz, man darf machen, was man will, ja. Aber dann kommen alle Leute und sagen, ja, du bist kein Mensch mehr. Nur weil du mal ein bisschen mehr zockst als alle anderen. Aber wenn sich alle Leute besaufen, das ist dann wieder in Ordnung, ja. Wenn sich die Jugendlichen ins Koma saufen, das ist dann wieder, das ist normal. Dann bist du cool, wenn du das machst, ja. Das ist die Logik der heutigen Welt, das ist totaler Schwachsinn. Habe ich nie verstanden, werde ich auch nie verstehen. Naja. Genau, dann hätte ich jetzt eigentlich so ziemlich alles gesagt. Ja, könnt ihr auch noch dazu eure eigene Meinung schreiben. Ich persönlich, wie gesagt, spiele halt ziemlich viel, ja, aber finde ehrlich gesagt jemanden, der, sagen wir mal, einen kompletten Samstagabend von, sagen wir jetzt mal, 7 Uhr bis 1 Uhr, 2 Uhr nachts durchzockt im Endeffekt, also halt nur mit Pinkelpausen, Essenspausen und sowas, finde ich angenehmer als jemanden, der jeden Samstag weggeht und sich die Hucke zusäuft und dann am nächsten Morgen nicht mehr weiß, wer er ist. Also finde ich besser, vor allem weil du vom Zocken tatsächlich ja sogar noch einen Vorteil hast, weil du beispielsweise deine Reaktionszeit, Koordinationszeit gestärkt wird. Teilweise bei Spielen lernst du Englisch. Also habe ich gemerkt, ich hatte in Englisch eine Abschlussprüfung eine 1. Und ja, habe eigentlich nichts gemacht. Ich habe keine Ahnung von den englischen Zeiten zum Beispiel. Also Futur, Präsens, wie man die jetzt genau bildet und was die Stichwörter dafür sind, weiß ich bis heute nicht. Und ich habe eine 1. Ich war Klassenbeste und hatte keinen Peil davon. Muss man sich mal reinziehen. Das ist eigentlich nur durch Wortschatz. Und der kam halt hauptsächlich durchs Zocken. Hier beispielsweise Blood Note, Blue Crystal, Ice Cream Cake. Alles englische Wörter. Und das in einem eigentlich auf Deutsch übersetzten Spiel. Also allein schon durch Fly F hier alles englisch. Ja? Also natürlich nicht alles, aber hier Queen Antinous Slayer. Queen. Oder Demolition Earring. Oder Gauntlet. Oder Steph, Stab. Gauntlet Handschuhe. Das ist schon krass. Also, und ja, Fly F ist ja nicht mehr das Einzige. Also ich meine, es ist auch wirklich komplett auf englische Spiele, wo du dir alles selbst übersetzen musst. Das ist halt schon krass. Also, da finde ich Zocken besser als Komasaufen, ja. Ist, ich sag mal, für den Geist gesünder. Außer man übertreibt es und zockt wirklich 24 Stunden durch. Habe ich auch schon hinter mir, aber ich meine jetzt wirklich täglich. Also wie es die Koreaner da teilweise machen, da 3 Tage am Stück durchzocken, das ist dann schon ein bisschen krass. Sind dann aber auch teilweise schon dran verreckt, ne? Muss man auch dazu sagen. Na gut, dann danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.